Hallo liebe Wohnmobilfreunde, heute möchten wir euch einmal den Stellplatz in Stade vorstellen, einem sehr schönen Städtchen. So sieht das Häuschen aus. Im hinteren Teil sind mehrere Toiletten und 4 Duschräume, alle mit WC und Dusche. Hier kann man spülen, mit der Sonne im Rücken, da wird man von hinten noch braun. Das ist das Gebäude. Hier hinter diesem Vorhang ist das Büro. Wird morgen früh wieder besetzt. Hier ist die Frischwassersäule. Und naja, wie üblich, die Karte vorhalten. Hier ist die Toilettenentsorgung. Und hier der Grauwasserablass. Und hinter diesem Brautzaun ist der Müll. Restmüll, Altpapier, Weißglas, Buntglas. Das war der morgendliche Weg zum Sanitärhaus bzw. in die Dusche. Mit der Karte, die man am Automat bekommen hat, kann man hier die Tür öffnen. Und dann sind rechts erst die Toiletten und bei der nächsten Tür muss man nochmal die Karte verhalten. Dann öffnet sich die Tür zu den Duschen und zu weiteren Toiletten. In jedem Raum ist eine Dusche, eine Toilette, ein Spiegel. Man kann sich da rasieren. Alles Mögliche. Während unseres Aufenthaltes war es alles immer sehr schön, sauber und ordentlich. Also eigentlich gab es da nichts zu meckern. Hat uns alles sehr gut gefallen hier auf dem Stellplatz. Das ist jetzt das dicke Tau, das die Getesteten vor den Ungetesteten schützt. Naja, jetzt in Corona-Zeiten ist ja zu. Geradeaus, geradeaus! Gudrun fährt schon wieder extra Wege. Nein, geradeaus. Wir sind hier jetzt 100 Meter vom Stellplatz entfernt, also gleich auf der anderen Straßenseite. Dieser schöne Park, hier in dem Park ist Kaufland, kann man gut einkaufen. Und wir fahren jetzt zum Hafen von Stade. Da vorne durch die Bäume sieht man das Einkaufszentrum. Also keine 5 Minuten vom Stellplatz entfernt. Wir könnten natürlich auf der Straße langfahren, das wäre etwas kürzer. Aber ich finde hier so durch die Parks ist etwas schöner. Stade hat eine wunderschöne Innenstadt und mit einem kleinen Stadthafen, der aber heute nicht mehr in Betrieb ist. Und früher wurden hier die Lastkähne entladen. Und es ist wirklich schön. An diesem Tag wurden die Wände des Hafenbeckens neu angemalt. Und das war eigentlich ganz schön und ganz lustig. Ich hoffe, ihr könnt alles genau sehen. Ich hoffe, ihr könnt lesen und ich muss es nicht übersetzen. Ob man mit diesen Malereien oder das Hafenbecken verschönern wollte oder ob ein Stadtfest bevorstand, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber die meisten Bürger fanden die Malereien sehr schön. Links sieht man noch den alten Verladekran, mit dem früher die Lastschiffe entladen wurden. Die ganze Innenstadt ist wirklich sehr schön, lauter viele schöne Restaurants und Cafés. Man kann sehr schön sitzen, ein kleines Päuschen machen. Hier links ist ein wunderbarer Metzger mit einer sehr redefreunden Verkäuferin. Und bei dem Weißen Haus ist ein toller Italiener. Ein wunderbares Pistazieneis gibt es da, kann ich nur empfehlen. Stade hat noch einen kleinen Sportboothafen. Über das Flüsschen Schwinge kommt man in die Elbe. Der ist allerdings tideabhängig. So, wer jetzt mit dem Bötchen in die Elbe möchte und dann weiter in die Nordsee, der hat schlechte Karten. Es ist Ebbe. Das ist futuristisch, ja, aber schön. Museumsschiff. Norddeutsche Rennsegler.
war ein Scherz. Alles liegt ja auf dem Trocknen. Nur noch Abfallwasser. Bei der Kirche ist ungefähr das Zentrum am Stade. Man kann von Stade wunderschöne Radtouren durchs alte Land machen. Es ist wirklich sehr schön zu fahren. Im Hintergrund sieht man das ehemalige Atomkraftwerk Stade, was aber jetzt nicht mehr in Betrieb ist. Und da geht den Deich hoch. Die größte Angst dabei ist, hoffentlich steht kein Schaf im Weg. Aber es hat alles wunderbar geklappt. Da rechts das alte Land, wunderschön, es erinnert mich so ein bisschen am Bodensee, da gibt es auch so viel Obstplantagen. Und im Hintergrund sieht man jetzt die Elbe. Wir hatten hier in Stade wunderschöne Tage, es hat uns sehr gut gefallen. Leider war bei unserem Ausflug der Wind etwas stark, sodass unser Mikrofon nicht ganz mitgespielt hat. Aber ich denke, es könnte es uns nachsehen. Ja, wir wünschen euch alles Gute, schöne Tage, schöne Urlaube. Falls euch unser Filmchen gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und abonnieren dürft ihr uns natürlich gerne auch. Da freuen wir uns dann ganz besonders. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt alle gesund. Alles Liebe wünschen euch Rainer und Gudrun. Da war der Wind wirklich zu stark. Es ging mit dem Mikrofon leider nichts mehr. Also in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Es ist nicht Kroatien, wo wir sind. Es ist der norddeutsche Elbe-Strand. Ein schöner Ausblick. Aber man kann hier ewig weit am Strand spazieren gehen. Und die Badenixen sind auch schon da, wie ich sehe. Ja. Und da mein Scout, die mich durch Norddeutschland führt.